when I first heard about the movement strategy, I was not so enthusiastic. I thought that we're setting ourselves up for a failure. We forget the bigger picture that no matter who we are in this movement, whether we work for the foundation or an affiliate, whether we're a volunteer, even as a volunteer, whether you contribute incredible photographs or you edit or you love Wikidata, whatever it is, we're all part of one movement. Ich glaube, wir können sehr viel dazu beitragen, wenn wir die Kräfte zusammenpacken, dass wir halt weltweit viel, viel deutlicher zeigen, wie man gemeinschaftlich freies Wissen schaffen kann, verbreiten kann und halt auch zeigen kann, dass es viel besser funktioniert als althergebrachte Methoden. Wir brauchen nachhaltige Strukturen, nachhaltige Arbeitsweisen, einen nachhaltigen Kulturwandel, um 2030 das zu werden, was wir werden wollen. Und wir brauchen auch Innovationen, neue Impulse, um neue Menschen anzuziehen, neue Zielgruppen zu erreichen, uns mehr zu öffnen mit einer Vielfalt von Produkten, die auch vor allem Menschen, die bisher unterrepräsentiert sind, in Movement einzuladen und willkommen zu heißen. If you don't have the right skills, you can only engage up to the point that your access to information limits you to. But when you have a global approach to capacity building, then it helps people. And also it means making knowledge accessible in different formats in a way that it is not a privilege of the elite. Knowledge equity for me is also packaging information in different platforms, in different languages, so that it's accessible to everyone. Dass eigentlich diese ganzen Ressourcen vor allen Dingen in Europa und in Nordamerika konzentriert sind, das muss, glaube ich, anders werden. Und das müssen wir hinkriegen in einer globalen Bewegung. Und ich würde mir das so vorstellen, dass ich hoffe, dass wir gemeinsam wachsen, sodass wir niemandem was wegnehmen müssen, sondern eher, dass wir so wachsen, aber dass wir vor allen Dingen im globalen Süden wachsen. I'm part of the global South. Even our own history hasn't been written by communities that suffer or went through that history. So for me, knowledge equity is empowering those communities to write their own story. I think that's what it means, knowledge equity for me. One size doesn't fit all. Conversation is mostly focused on Western thinking. We need to group together according to regions and cater on the needs of our community. Also ich finde die Überlegung sehr spannend, wie wir der Wikimedia-Bewegung globale Strukturen geben können, globale demokratische Strukturen, damit wir uns nicht mehr allein auf die vielen großartigen, aber manchmal auch langwierigen informellen Aushandlungsprozesse verlassen müssen. I became more and more intrigued. I understood that we are not just writing the strategy, we are actually building the movement. This is a movement development and building process. We are bringing together the voices across the world that have been in their silos, and we are having the discussion across the whole movement about the topics that we are passionate about and that really matter. Equity never happens by itself. There needs to be proactive facilitation around the equity. We all aim to have people live a happy life. We all aim to have people live well with each other. We see that distributed unequally in the world. And we believe, or I believe, that communities that are developed, that need to support undeveloped communities to create equity in an open and transparent way. In einem Moment, wo unsere Projekte quasi erwachsen geworden sind, ist ein guter Zeitpunkt, mal kurz innezuhalten und sich zu fragen, was haben wir geschafft, aber an welchen Stellen müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachjustieren und in welche Richtung wollen wir dabei gehen. Eine Vision für 2030 ist jetzt wichtig, ja, weil sich die Welt um uns herum einfach auch in so einem starken Wandel befindet und weil eigentlich jeder Moment, jeder Tag, wo wir nicht uns stark und vereint als Movement dafür einsetzen können,
das Internet zu einem besseren zu machen, eigentlich verloren ist.